das finde ich jetzt schon scheiße, das Bild. Das ist scheiße. Das ist auch, die sind alle scheiße. Das sind alle Scheißbilder. Hallo und willkommen, Leute. Hier ist Grub. Ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem neuen Horrorprojekt und zwar Layers of Fear. Was ein unglaublich gutes Horrorgame soll, was ein unglaublich gutes Horrorgame sein soll, was ein bisschen in Richtung Amnesia und Cry of Fear zusammengehen soll. Und da habe ich mega Bock drauf. Ich werde jetzt das komplette Spiel am Stück aufnehmen. Ich bin total gehypt. Ich habe extra die großen Kopfhörer geholt, die eigentlich dann im Arsch sind. Aber ich habe die so umgeknickt, dass sie ein bisschen funktionieren. Raum ist abgedunkelt. Ich bin komplett bereit. Wir fangen direkt an. Ich habe mich überhaupt nicht informiert. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich will mich komplett hier überraschen lassen, worum es geht. Ich habe richtig Lust. Ich weiß nur, dass es wirklich sehr in Richtung Amnesia gehen soll. Und dass wir anscheinend ein Bild malen müssen, was so unsere Hauptaufgabe ist. Und die ganze Menüführung und so war schon sehr professionell gemacht. Was danach aussieht, dass das Spiel sehr, sehr, sehr gut ist. Und nicht so ein Indie-Horror-Müll ist, wie wir ab und zu sonst mal spielen. Ich habe auf jeden Fall unglaublich Bock auf das Spiel. Oh God, the torment I have to endure. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper, and my hands cut so many times on broken bottles, each night drowning in a cold sweat. But there is a way. A way to bring back what life took from me. The only precious thing. Whoa, okay. Okay, Leute, das ist awesome. Okay, es gibt eine einzige wichtige Sache in unserem Leben, wurde gesagt. Eine einzige wichtige Sache und alles andere ist egal. Die Umgebung sieht schon mal super gut aus. Kann ich raus? Ne, von da sind wir wahrscheinlich gerade gekommen, ne? Gut. Boah, das Bild ist schon mal... Guck dich dieses Mädchen da... das ist fucking creepy. Okay. Fuck this shit. Oh. Oh! Türanimation! Wow. Atmosphäre ist schon mal super gut. Wunderschöne Musik, es gibt eine Sprachausgabe, was kann ich mir mehr wünschen? Kann ich das lesen? Nein, kann ich nicht. Kann ich dieses Buch angucken? Es leuchtet ein wenig seltsam. Nein, hier kann ich nichts gucken. Hier ist diese, die Glasflaschen, von denen du eben geredet hast, in denen du dich geschnitten hast, ja. Ist da etwa jemand in meiner Küche? Das ist bestimmt mein Koch, oder? Ich meine, ich bin ja so eine berühmte Persönlichkeit. Wo ist mein Koch? Wo ist mein Koch? Kein Koch da, okay. Ich muss sagen, die Musik erinnert mich an so ein RPG-Maker-Spiel. Oh Gott, ey, das ist ja alles super gut gemacht und wow. Okay. Wir scheinen nicht die ärmste Person zu sein. So wie es hier aussieht, muss ich sagen. Na gut, was gibt's hier drin Schönes? Sugar, Paprika. Das sieht aber nicht aus wie Paprika, mein Freund. Das ist ja alte Paprika. Vielleicht hätte es mal neue nachholen sollen. Paprika Oregano. Okay, ich schätze mal, das spielt so... 1890, 1910. Das Ding sieht nach Anfang 20. Jahrhundert aus. Irgendwie sowas, schätze ich mal. Okay, es gibt überall diese Bilder. Also die Bilder scheinen schon mal eine sehr wichtige Rolle für uns zu spielen. Das scheint schon mal offensichtlich zu sein. Hier gibt es sonst nichts zu sehen. Oh. Ist hier was drin? Okay. Oh, hier können wir alles aufmachen. Wow, krass. Respekt. Das nicht? Na gut, wir können doch nicht alles aufmachen. Wir können einige Sachen aufmachen. Irgendwas scheint uns zu rufen. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich muss mal alles aufmachen. Vielleicht ist da irgendwas drin, was ich brauche. Aber es scheint nicht so zu sein. Oh, doch. Kann ich mich hinknien? Nein, kann ich nicht. Ich kann mich nicht hinknien. Seit langem mal wieder ein Spiel, wo das nicht geht. Aber es scheint echt nirgendwas zu sein. Die Zettel kann ich auch nicht aufheben. Was ich nicht unbedingt schlecht finde. Dass man nicht alles durchlesen kann. Oh. Kaputte Uhr. Können wir das aufmachen? No. Anscheinend ist drunter was. Nein. Oben ist nichts. Noch. Ist ein bisschen staubig. Vielleicht können wir es sauber machen. Ich schätze, wir müssen das hinten erstmal wie aufdrehen können, oder? Und da wir dafür noch nichts haben. Hallo? Warum hat die Musik aufgehört? Ah, Dankeschön. Lieb von dir. Ich schätze, wir brauchen erstmal einen Schraubenschlüssel, um das aufzumachen, oder? Sehen wir den Schatten? Oh, wir sind echt. Wow. Okay, wir sehen wirklich ziemlich besoffen aus, muss ich sagen. Wir sehen ziemlich fucking fertig aus mit den Nerven. Oh.
Ah, okay, wir haben eine Prothese am Bein. Das macht Sinn. Sehen wir das vielleicht sogar da drin? Das macht aber auch Sinn, warum wir so langsam laufen und nicht springen können und uns nicht hinkriegen können. Gute Erklärung, Spieler. Hast du gut gemacht. Da ist irgendwas drin. Was ist das? Red Poison. Können wir das mitnehmen? Können wir es aufmachen? Ich kann nichts machen, außer Sachen drehen, glaube ich. Okay, vielleicht brauche ich es einfach noch nicht. Das kann auch sein. Das Licht geht an. Wir können echt alles bewegen. Das ist awesome. Komm, zieh dran. Zieh dran, komm. Geht nicht? Nee, geht nicht. Okay, wir können nicht die Spülung ziehen. Komisch, egal. Das war das. Hier können wir nur das Licht anmachen. Das machen wir am besten mal an. Parfüm. Ich kann so viele Sachen aufheben, mit denen ich dann nicht interagieren kann. Das verstehe ich nicht wirklich. Weil möglicherweise brauche ich die ja später noch. Und ich kann sie mir erstmal da angucken. Und kann sie später kombinieren. Oh Gott, hier können wir viel aufmachen. Okay, hier ist nichts drin. Na gut, ist da was drin? Ich hätte es mal von unten aufmachen sollen. Oh. Das da. Oh Gott, okay. Ach, das ist süß. Das ist von unserer Frau, beziehungsweise wahrscheinlich toten Frau, die uns erzählt hat, wie immer gesagt wurde, dass sie niemals mit ihrer Musik Erfolg haben wird. Und jetzt ist sie irgendwie eine der bekanntesten Musikerinnen im Lande. Konnte niemals Kinder bekommen. Wir haben ein Kind bekommen und wird niemals einen Mann bekommen. Und sie hat uns geheiratet. Und wie unglaublich sehr sie uns liebt und wie glücklich sie ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht mehr lebt. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon ein bisschen was mitbekommen. Wäre wahrscheinlich nicht so mega am Arsch, wenn sie noch leben würde. Kann ich jetzt ganz unten aufmachen? Ja, kann ich. Okay, die Wäsche will ich mir vielleicht nicht unbedingt angucken. Gut, ich schätze mal, der Brief war das einzig Wichtige da drin. Aber na gut. Ich werde auch alle Briefe und so lesen, die für euch mal ein bisschen zusammenfassen. Okay. Sir, ich habe den Arbeitsraum nicht angefasst. Oh, ich kann das fast nicht lesen, ey. Genauso wie du es gesagt hast. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was für ein Chaos da drin ist. Und wenn wir den Raum so mögen, sollten wir vielleicht eher darauf aufpassen, wo wir die Schlüssel hinlegen. Okay. Und die Schlüssel, die wir verloren haben, die wir anscheinend verloren haben, sind wieder zurück im Office, hat er gesagt. Also im Büro. Ich gehe mal... Oh, da will ich eigentlich nicht lang. Ich gehe mal davon aus, dass das Büro oben ist, oder? Oh. Eine Mausefalle. Oh, okay. Ich schaue mich erstmal überall so ein bisschen... Kann ich es nicht machen? Ja, kann ich. Wundervoll. Wow. Okay. Okay. Ich dachte schon, ich darf nicht reinlaufen, sonst kriege ich irgendwie Schaden oder so. Aber wir haben also anscheinend ein Problem mit Ratten, so wie es aussieht. Ein sehr großes Problem mit Ratten. Ein relativ großes Problem mit relativ großen Ratten. Aber wir haben echt ein schönes Haus, muss ich sagen. Das Bild. Das ist creepy. Okay. Ich gehe erstmal nach unten, weil ich habe das Gefühl, wenn wir am Anfang des Spiels runtergehen, müssen wir später nicht so Angst haben, weil wir dann wissen, wie es hier aussieht. Okay, das ist dunkel. Oh mein Gott, das ist dunkel. Das ist unglaublich dunkel. Wait, wir haben Lichtschalter. Oh, okay, dann wird es vielleicht nicht so mega weit in der Vergangenheit gespielt haben. Alter, warum haben wir hier so ein groß... Warum sind die überall Poppen? Ach, fuck you, natürlich. Poppen. Ich meine... Was hat noch gefehlt? Bilder sind gruselig, Puppen sind noch gruseliger. Super. Ich schaue mich hier unten noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es hier doch irgendwo was. Ah. Irgendwo hier was dabei dran? Nein. Da drin? Nö, hier scheint nichts zu sein. Na gut. Hier ist auch nichts. Ich muss sagen, der Grafikstil ist sehr, sehr, sehr schön. Die haben sie sehr gut getroffen. Das ist ein sehr schönes Spiel. Muss ich hier ein bisschen Props... Oh Gott, ey. Ach, komm schon. Natürlich. Die werden irgendwann später auch nochmal eine Rolle spielen. Das kann ich jetzt schon... sagen. Was war das? Irgendwas habe ich gerade gehört und zwar gruselig. Na gut. Ist hier noch irgendwas? Nein, anscheinend nicht. Okay, gut, da hätte ich vielleicht nicht reinlaufen sollen. Das hat vielleicht wehgetan. Aber du hast eh eine Prothese am Bein, also wird es möglicherweise doch nicht so wehgetan haben, weil du keine richtigen Beine mehr hast. Beziehungsweise auf einer Seite nicht mehr. Okay, hier unten ist auch nichts. Ich schätze mal, wir müssen jetzt einfach erstmal in unser Büro gehen. Den Schlüssel, wir können sprinten, merke ich jetzt erst. Unseren Schlüssel holen und mit dem Schlüssel in diesen einen Raum da rein. Wahrscheinlich ist es unser Arbeitsraum? Kunstraum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich unser Kunstraum, wo wir unsere Bilder malen. Also auf, die Treppen hoch und schauen uns oben um. Es gibt Regen. Das ist so. Oh! Ja, warum nimmst du die nicht mit, wenn du die immer siehst? Das verstehe ich nicht. Kann ich die irgendwie. Habe ich ein Inventar? Ich hab gar nichts. Ich kann nichts machen. Das finde ich aber eigentlich auch nicht unbedingt schlecht, wenn das Spiel von der Steuerung her ein bisschen minimalistischer ist, weil dann die Atmosphäre meistens besser ist. Das ist das Office, oder? Das sieht nach dem Office aus, muss ich sagen. Nee, jetzt ist das Schlafzimmer. Okay, was bringt das Ding zu drehen? Okay, das war nur der Donner. Tut mir leid, wollte ich nicht. Ist hier was drin?
Ja. Ist das drin, oder? Da, das. The New Face of Music. Okay. Okay, es geht um unsere Frau, die anscheinend wirklich eine unglaublich bekannte Musikerin war. Und wie manche Kritiker gesagt haben, dass sie es nicht verdient hat. Und dann hat die Zeitung diesen Kritiker darauf angesprochen und hat er nichts mehr zugesagt. Okay. Oh. Die große Eröffnung von einem dieser Konzertsäle lief ein bisschen schief und hat's gebrannt. Ich schätze mal, dass da unsere Frau gestorben ist. Okay. Okay, ich glaube, es ist das Schlafzimmer von unserer Frau gewesen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr zusammen geschlafen habt. Ich meine, vielleicht wart ihr auch nicht verheiratet. Ah, doch, ihr wart verheiratet. Na gut. Oh, das bedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so gesund war. Gut, also wahrscheinlich wurde sie bei dem Brand verletzt und ist dann zu Hause gestorben oder irgendwie sowas. Oh! Wow! Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass da irgendwas ist, aber es hat mich trotzdem ziemlich gut erwischt. Respekt. Oh Gott, wenn ich hier irgendwelche... Ich gehe mal davon aus, dass keine richtig kranken Jumpscares im Spiel sein werden. So Klischee-Jumpscares. Aber alles, was gekommen wird, wird mich richtig gut erwischen. Get a red problem. Ja, habt ihr euch ja anscheinend schon drum gekümmert, wie man unten sieht. Okay, können wir auch nicht lang. Das soll als Wein sein. Hoffe ich mal. Warum sollte er Blut sein? Das macht keinen Sinn. Ich kann keine Noten lesen, aber schön, dass die da liegen. Das freut mich. Ich kann nicht lesen! Okay. 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 Okay, okay, okay. Okay. Schönes Feuer. Okay, irgendwas hier stimmt nicht, oder? Irgendwas hier ist nicht in Ordnung. Das ist der Schlüssel, der eine. Okay, das ist der eine Schlüssel für unten, schätze ich mal, den wir brauchen. Ist hier sonst noch irgendwas? Was war das? Was war das gerade? Irgendwas gehört. Das war nicht schön. Kann ich es nicht aufmachen? Doch, kann ich. Komm, geh auf! Nein? Doch, geht. Okay. Die Öffnungsbewegung ist manchmal ein bisschen seltsam und ich muss mich in eine komische Richtung drehen, damit es überhaupt aufgeht. In irgendeiner Richtung hier leckt das total, wenn ich da hingucke. Ich weiß mal nicht, welche das ist. Hier irgendwie. Wenn ich da hingucke, leckt es. Wenn ich... Ne, hier in die Richtung ist das. Weil wenn ich hier hingucke, geht es total. Dann ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Egal. Können wir hier vielleicht irgendwas verschieben? Geheimgang hinter den Dingern? Ne, ich schätze mal, wir können nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Wir müssen jetzt erstmal runtergehen und deine Schlüssel reinstecken. Und... Ha, ich mag das. Oh, Moment mal. Na gut, gehen wir erstmal ins Schlafzimmer von unserem Kind, was wahrscheinlich auch nicht mehr lebt. Oh, das war echt ein schönes Schlafzimmer, muss ich sagen. Das ist total niedlich. Oh Gott, kann ich es umwerfen? Tut mir leid! Tut mir leid! Oh, ist das süß. Oh, sind die alle süß. Na gut. Oh. Ich habe ziemlich lange Arme, wenn ich das machen kann. Just saying. Just saying. Okay. Spielzeug. Spielzeug ist super. Dad? Ich, Mom. Und Mom ist durchgestrichen irgendwie so ein bisschen. Da ist auch nichts auf der Hinterseite, okay. Ich schätze mal, dass auf der Hinterseite auch irgendwas sein kann. Irgendwie eine Notiz oder irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Nope. Nope. Oh. Ein schwarzer Mann und Feuer. Okay. Oh, what the fuck? Na gut. Oh. Okay. Ist gar nicht creepy oder so. Nee. Ist nicht creepy. Oh, the fuck, ey. The Bilder, ey. Ernsthaft. Die Bilder werden sich auch noch verändern. Das kann ich jetzt schon sagen. Da bin ich mir sehr sicher. Okay. Das finde ich jetzt schon scheiße, das Bild. Das ist scheiße. Das ist auch... Das sind alle scheiße. Das sind alle scheiß Bilder. Na gut. Ich schätze mal, das Bild wird irgendwie sehr wichtig. What the fuck sind das alles für eklige, kranke Drecks... Das stimmt ja nicht mit dir, Mann. Okay, schauen wir uns mal unser Meisterwerk an. Schauen wir uns mal so... Da ist doch gar nichts. Da ist doch gar nichts. Okay, wir sind noch nicht besonders weit gekommen auf die... Get it right this time. Machen wir nächstes Mal. Das war's für den ersten Part von Layers of Fear. Ich muss sagen, das Spiel ist bis jetzt unglaublich gut. Und ich freue mich sehr, das weiterspielen zu können. Gut, kann ich alles nicht aufmachen. Oh.
Alle durch. Okay, die Bomben. Wir haben. Okay, die sind alle nicht gut, ja. Die sind alle. Okay. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. So, Leia ist auf 4. Bye, bye.